Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem weiteren Informations- und Update-Video zu meinem 5M-Server. Fahrzeuge abschließen, Leute. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ist hier hinter mir gerade ein NPC. Und wenn ich versuche, den sein Auto zu klauen, geht das nicht, ja? Mag er nicht, der rennt vorbei, ich krieg den nicht. Das liegt daran, dass man Fahrzeuge ab sofort ebenso nicht mehr klauen kann. Um ein Fahrzeug zu klauen, müsst ihr leider den Typen den Gar ausmachen. Jetzt könnt ihr in das Fahrzeug einsteigen. Ihr haut den Typen hier raus und kommt wieder rein. Denkt bitte dran, wir spielen hier auf einem RP-Server, von daher ist es eigentlich nicht gewünscht. Um dieses Fahrzeug euch jetzt zu sichern, drückt ihr die Taste U auf dem Keyboard. Ihr seht unten links, Logsystem lag einfach am Boden, die Schlüssel. Das bedeutet, ich habe jetzt die Schlüssel von dem Fahrzeug bekommen und kann, wenn ich hier außerhalb des Fahrzeugs stehe, mit der Taste U das Fahrzeug absperren. Das bedeutet, wenn ich jetzt da hingehe und mit F die Tür öffnen möchte, geht das nicht mehr. Denkt bitte dran, ihr könnt immer nur ein Fahrzeug besitzen. Also wenn ihr ein zweites Fahrzeug mit diesem Schlüsselsystem benutzen wollt, dann müsst ihr das alte löschen. Geht auf dem Server auch mit /dv. Ich gehe jetzt wieder hin und drücke die Taste U. Dann geht das Fahrzeug wieder auf und ich kann wieder einsteigen. Denkt bitte auch dran, wenn eine Person bei euch in der Nähe steht. Ich fahre hier mal so ein Stückchen drüber. Und zwar ist hier ein Stein. Wenn ich das Fahrzeug jetzt hier hinstelle und der Stein ist jetzt ein anderer Spieler und zwischen mir und dem Fahrzeug ist ein Spieler und ich drücke jetzt U, steht zwar da, dass das Fahrzeug abgesperrt wurde, aber das funktioniert nicht, weil die Person hier direkt vor mir steht, dieser Stein. Also bitte seid immer ihr die Person, die am nächsten zu dem Fahrzeug steht. Jetzt zeige ich euch nochmal was weiteres und zwar eben, wie man das Fahrzeug dann löscht. Ich habe ja natürlich abgesperrt, gehe wieder rein. Und eine Sache noch, die wichtig ist, ich habe auch festgestellt, wenn jemand mit euch im Auto sitzt, entschuldigt bitte, dann geht es auch nicht mehr, dass der Schlüssel sozusagen das Fahrzeug auf und zusperrt. Ich spawne mir mal ein Vehikel über meinen Trainer und sag mal hier Saved Vehicles in RTW, spawne ich. Und dann hier wieder dasselbe Spiel. Wie gesagt, das alte Fahrzeug löschen, habt ihr gesehen, ist weg. Einsteigen in das Fahrzeug und die Taste U drücken. Dann steht ihr wieder, lag einfach am Boden, die Schlüssel, und dasselbe Spiel. Ihr stellt euch dahin, drückt U, Fahrzeug geht zu. Ganz wichtig, wie gesagt, Delete Vehicle, wenn ihr ein neues Fahrzeug haben wollt. Und eben bei Motorrädern ist es ein bisschen tricky. Da müsst ihr auf den Vehicle Spawner gehen, sagt hier unter Motorcycles, nehmen wir hier den Hexer. Da müsst ihr draufsteigen, also da wie immer, dann U drücken. Lag einfach am Boden, die Schlüssel steigt ab und jetzt wird es ein bisschen schwer. Okay, hat sogar funktioniert. Ich kann es auf- und zusperren. Die Motorräder sind ein bisschen tricky. Jetzt zum Beispiel, ja, Vehicle unlocked, jetzt stehe ich gerade ganz gut. Manchmal müsst ihr da so ein bisschen rumfriemeln. Jetzt zum Beispiel hier geht es nicht. Ich gucke zwar drauf, ihr seht es. Deswegen mein Tipp, ich habe das einfach so gemacht. Ich habe mich da vorgestellt, habe es angeschaut und dann hat es bei mir funktioniert. Tut es gerade wieder auch nicht, Vorführeffekt. Aber ihr seht, bei den Motorrädern müsst ihr, okay, jetzt seht ihr, es geht's wieder. Dann müsst ihr den richtigen Winkel erwischen. Ich weiß nicht ganz genau, wo dieser Sweet Spot ist, aber das war's dann eigentlich dazu. Und wie gesagt, bitte immer nur ein Fahrzeug besitzen. Also wie gesagt, euer altes immer löschen. Und Fahrzeuge von NPCs können jetzt einfach so nicht mehr geklaut werden. Ist eine Testphase, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde es ganz geil. Aber ihr seht, wenn ich jetzt hier F drücke, geht nicht mehr. Das verhindert natürlich auch den Diebstahl, heißt aber auch, dass auf unserem Public-Server, bleib stehen, du Sau, wahrscheinlich auch jetzt viel mehr Leichen rumliegen werden, weil jeder seine Fahrzeuge eben klaut und dafür muss er die Leute töten. Aber dafür haben wir den Trainer hier mit dem Spawner, wie gesagt, einfach hier auf die Fahrzeuge gehen. Ich kann es euch gerne noch ein drittes Mal zeigen. Aber gut, in Zukunft soll es auch die Möglichkeit geben, Schlüssel zu übergeben und weiteren Leuten den Schlüssel fürs Fahrzeug zu geben. Das nur als kleine Information, die Taste U, wenn ihr mit dem Fahrzeug sitzt, funktioniert das nicht mehr. Wenn einer zwischen euch steht, zwischen euch und dem Fahrzeug und ihr macht auf und zu, geht das nicht. Also immer schauen, dass ihr alleine seid und bitte immer nur ein Fahrzeug. Danke fürs Reingucken. In der Endcard habe ich nochmal zwei weitere Informationsvideos verlinkt, die ihr euch auch angucken sollt, wenn ihr auf dem Server spielen wollt. Ich bin draußen, euer Ralf.